Als nächstes geht mit dem Zitronenkonfit weiter. Dafür wird der Florian die Zitrone erstmal in Scheiben schneiden. Dürfte ja jedem bekannt sein, dass die Zitrone an sich auch gerne mal mehr Kerne hat. Die Kerne werden dann natürlich entfernt. Nochmal ganz kurz zum Ablauf dazu. Die Zitrone ist ja hat einen großen Bitteranteil. Deswegen ist es wichtig für die Zubereitung, dass wir die Zitrone mehrfach in immer wieder neuem Wasser blanchieren. Dadurch verlieren wir die Bitterstoffe und Zitrone wird generell natürlich weicher und besser zum Kauen. So, die Kerne sind entfernt. Jetzt werden die Zitronen in kochendes Wasser gegeben. Die kochen jetzt hier drin ungefähr 2-3 Minuten. Ja, also wirklich einfach nur einmal richtig gründlich aufkochen lassen. Die ersten Bitterstoffe werden dadurch, wie gesagt, ausgekocht. Die Zitrone wird schon ein bisschen weicher und bekömmlicher und das Ganze wiederholen wir dreimal. Man muss danach einfach mal probieren, ob es vielleicht notwendig ist, das Ganze noch ein viertes Mal zu wiederholen. Und das wird man wegtun jetzt. Das andere Wasser kann man wegtun. Es geht natürlich ein Stück weit auch an Zitronenaroma verloren. Das muss man in dem Fall dann zugeben. Aber wir wollen ja vordergründig die weich gekochte Zitrone haben mit einem sehr geringen Bitteranteil. Wir werden uns dann weiterhin natürlich noch in Fond machen, den wir dann wiederum auch wieder mit einem frischen Zitronensaft abschmecken, um einfach diese Säure wieder ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Die Zitronen können jetzt raus. Die geben wir auf ein Sieb, damit natürlich das überschüssige Wasser ablaufen kann. Die Zitronen an sich lassen wir jetzt einfach ein bisschen runterkühlen. Anschließend werden sie dann schön klein gehackt, dass man sie natürlich auch besser essen kann. Wir werden jetzt als nächstes dann damit anfangen, uns, so wie ich es schon gesagt hatte, in Fond zu kochen, wo ein paar Aromaten reinkommen, ein bisschen Sternanis, eine Zimtstange, eine Vanilleschote, um einfach der Zitrone ein bisschen Harmonie zu geben. Dafür geben wir ein bisschen Rohrzucker in den Topf. Der Rohrzucker an sich soll nur schmelzen, also soll jetzt nicht zu braun werden. Da kann natürlich immer passieren, dass es dann bitter wird. Das wollen wir natürlich nicht haben. Was dann noch dazu kommt, wie gesagt, ist eine Vanilleschote, die halbiert der Florian gerade. Die kochen wir direkt mit aus. In der Schote an sich steckt auch sehr viel Aroma, also die kann man auch wunderbar mit reingeben und nimmt man hinterher einfach wieder raus. Man sieht auch schon, dass der Zucker schön anfängt zu schmelzen. Da wird es dann gleich soweit sein, dass wir das Ganze ablöschen. Zum Ablöschen verwenden wir ein bisschen Orangensaft, um einfach dieses Zitrusaroma zu unterstützen. Hier sollte man jetzt auch keinen Löffel reintun, weil natürlich der Zucker, der jetzt durch die kalte Flüssigkeit auch starrt, dass sie sich sonst wunderbar am Löffel festhalten würde. Ja. Es ist auch besser dafür Rohrzucker zu verwenden, weil der auch schneller verkocht, als wenn man jetzt normalen Kristallzucker nimmt. So, ich würde den Portwein jetzt noch dazu geben. Eine Zimtstange und Sternanis. Dann haben wir hier noch unsere Kaffee-Limonblätter. Die geben nochmal ein schönes Zitrusaroma. Hier haben wir angerührte Stärke, um den Fond einfach ein bisschen abzubinden. Wichtig bei der Stärke ist auch, dass die jetzt einfach noch ein bisschen quellen kann, noch ein bisschen auskochen kann. Und natürlich, dass sich auch der Zucker komplett wieder löst und die Aromaten einfach ein bisschen ihren Geschmack an den Fond abgeben. Also die festen Bestandteile nehmen wir dann gleich wieder raus und anschließend kommen dann die klein gehackten Zitronen dazu. Parallel können wir dann schon mal die Aromaten wieder aus dem Fond hinausnehmen. Dann kann das Ganze natürlich auch durch ein Sieb passieren. Wenn der Florian dann die Zitronen zu Ende geschnitten hat, kommt die dann direkt hier rein. Dann nehmen wir das Ganze vom Herd. Es muss nicht unbedingt warm serviert werden, ist auch eine wunderbare kalte Angelegenheit. Passt wunderbar zu Fisch. Man kann es auch zu gegrillten Helmfleisch machen, Kalbfleisch oder Geflügel zum Beispiel. Passt auch wunderbar. Wir geben jetzt noch ein bisschen Zitronensaft mit rein, um dieses Zitrusaroma noch mal ein bisschen zu unterstützen. Und dann sind wir mit der Position auf jeden Fall fertig. Das ist ein bisschen runtergekühlt. Was wir jetzt oben drauf machen, ist noch unser Zitronenkonfit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de